Heute in Kulturzeit. Bestochen, erpresst, gemordet. Bekenntnisse eines Wirtschaftskillers. Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Verschwörungstheoretiker werden angesichts unserer ersten Geschichte sagen, das überrascht uns nicht, genau so haben wir das erwartet. Etwas skeptischere Gemüter werden ihren Ohren nicht trauen wollen. Der heute 60-jährige Amerikaner John Perkins hat in einem Buch Ungeheuerliches enthüllt. Im Alter von 26 Jahren wurde er von der National Security Agency der USA rekrutiert. Auf der Gehaltsliste der internationalen Beratungsfirma Mayne reiste er um die Welt. Indonesien, Panama, Ecuador, Kolumbien, Saudi-Arabien und andere strategisch wichtige Länder. Seine Aufgabe bestand darin, mit Hilfe manipulierter, scheinbar wissenschaftlich fundierter Machbarkeitsstudien und Wirtschaftsprognosen politische Maßnahmen umzusetzen, um die Interessen der US-amerikanischen und internationalen Koalition von Regierungen, Banken und Unternehmen zu fördern, während er vorgab, die Armut zu bekämpfen. Bekenntnisse eines Economic Hitman, unterwegs im Dienste der Wirtschaftsmafia, heißt sein Buch, erschienen im Riemann Verlag. Dominik Gradenwitz stellt Ihnen den ehemaligen Wirtschaftskiller vor. Wirtschaftskiller, das sind hochbezahlte Profis, die Staaten um Billionen betrügen. Sie leiten Gelder von Organisationen wie der Weltbank und Entwicklungshilfe in die Taschen von Großunternehmen. Ihre Methoden? Gefälschte Finanzberichte, Bestechung, Erpressung, Sex und Mord. Ich muss es wissen. Ich war ein Wirtschaftskiller. I was an economic hitman. In Bekenntnisse eines Economic Hitman packt John Perkins aus über seine Zeit als Wirtschaftskiller. In den 70er Jahren wurde er jüngster Partner von Mayne, einer der großen Firmen in der Grauzone von Beratung, Bestechung und der Vergabe von Bauaufträgen. Seine Spezialität? Entwicklungsländer mit geschönten Gutachten für Großkredite begeistern, oft der Beginn einer Schuldenspirale. Nach einiger Zeit sind wir in die Länder zurück und haben gesagt, seht doch, ihr schuldet uns eine Menge Geld. Ihr könnt eure hohen Schulden nicht bezahlen. Deshalb gebt uns billiges Öl oder stimmt bei der nächsten UNO-Versammlung mit uns oder unterstützt uns militärisch. Kurz gesagt, wir fordern unsere Beute. Perkins beschreibt ein reibungsloses Zusammenspiel von Unternehmen, Banken und US-Regierung auf der Jagd nach Geld und Einfluss. Sein wohl wichtigster Coup, das Einfädeln des großen Deals mit Saudi-Arabien nach der Ölkrise. Ein stabiler Ölpreis und teure Infrastrukturprojekte gegen den Machterhalt des saudischen Herrscherhauses. Dieser Pakt hält bis heute. Doch nicht immer läuft alles so glatt. Sometimes the economic hitmen fail. Wenn unsere Mission als Wirtschaftskiller fehlschlägt, kommen die zum Zug, die wir Schakale nennen. Das sind von der CIA genehmigte Killer, die versuchen, Regierungen zu stürzen oder Präsidenten zu ermorden. Wenn auch die Schakale versagen, senden wir als letzte Stufe das Militär. Wie etwa im Fall Irak. Harte Beweise kann Perkins nicht vorlegen für viele seiner Behauptungen. Doch dass etwa Ecuador nach erpresserischen Ölverträgen heute erheblich schlechter dasteht als vor Jahrzehnten, ist unbestritten. Und Ecuadors Präsident Jaime Roldós, der die amerikanischen Ölmultis bekämpfte, widerfuhr ein ähnliches Schicksal wie Omar Torrijos, dem Präsidenten Panamas, der den US-Einfluss auf den Panamakanal begrenzen wollte. Beide Präsidenten kamen 1981 bei dubiosen Flugzeugabstürzen ums Leben. Für Perkins, der kurz zuvor seinen Job bei Mayne gekündigt hatte, ganz klar das Werk der Schakale. Ist Perkins ein wichtigtuerischer Verschwörungstheoretiker, der aus Geltungssucht die Machenschaften von Big Business und westlichen Organisationen übertreibt? Zumindest dieser Experte für internationale Beziehungen mag das nicht glauben und Jim Garrison gründete immerhin zusammen mit Gorbatschow das weltgrößte Forum für Führungspersönlichkeiten nach der UNO. Jeder, der weiß, wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds arbeiten, könnte bestätigen, dass das, was John Perkins in seinem Buch beschreibt, grundsätzlich stimmt.
Es gibt einen Grund, warum unsere Entwicklungshilfe und der ganze Einsatz von Weltbank und Währungsfonds die Lage verschlimmert und nicht verbessert. Alles ist so konstruiert, nicht den Ärmsten zu helfen, sondern diese Länder einfach zu benutzen, um westliche Unternehmen weiter zu bereichern. So läuft der Hase. Sicher, Tausende von Mitarbeitern der Weltbank oder des Internationalen Währungsfonds versuchen nach bestem Wissen und Gewissen armen Nationen zu helfen. Doch unbestritten ist, zahlreiche Hilfsprojekte haben diesen Nationen eher geschadet als genutzt. Oft wird am besten bei den Empfehlungen aus Washington ignoriert. Interne Kritik aber bleibt verpönt. Ein ehemaliger Mitarbeiter äußert sich nur unerkannt. Die Weltbank geht selbst mit denjenigen, die konstruktive Kritik üben, sehr rüde um. Deshalb herrscht hier eine Kultur der Angst und des Schweigens. Doch wenn es keine Kritik oder neue Ideen geben kann, wird man dieselben alten, sinnlosen Projekte verfolgen, ohne dass es jemand ändern kann. John Perkins hat nach seiner Zeit als Wirtschaftskiller die Fronten gewechselt, war ein Vorreiter für umweltfreundliche Energiegewinnung in den USA und unterstützt die Indianer in den Regenwäldern Lateinamerikas. Dass er 25 Jahre mit seiner Enthüllungsbiografie gewartet hat, erklärt er mit Feigheit und Bestechung. Doch der 11. September habe das geändert. I'm 60 years old. Ich bin 60 Jahre alt und habe eine 22-jährige Tochter. Und ich weiß eins. Ich will auf meinem Totenbett, egal ob morgen oder in 30 Jahren, zurückblicken können und sagen, ich habe in den letzten Momenten meines Lebens alles mir Mögliche getan, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Für meine Tochter und ihre Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt.